Und da sind wir wieder bei Pegasif, Bisepi und Jutis. Und bei The Legend of Zelda Twilight Princess hier im zweiten Dungeon vor dem Boss. Epischer Moment, der episch sein muss. Fick dich, Skyward Sword. Fick dich. So geht's auch. Das Link dieses Teil überhaupt aufkriegt, dass er überhaupt droht. Na gut. Hören wir darüber auf, über diesen Link zu diskutieren, der ist einfach episch. Das stimmt. Cool, bei Skyward Sword macht es einfach keinen Sinn, aber der ist einfach so episch, der kann das einfach. Ja. Gregor. Das war auch, am Anfang hatten sie ja auch den so als einen Trailer, glaube ich, noch gehabt oder irgendwie. Vor allem, wenn du dir so siehst, denkst du nicht, dass das eine Kohle ist, ne? Ja. Flammende Bestie, Flammatron! Vielleicht will ich anvisieren. Dann nicht! Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich fühle mich aber sicherer! Wir brauchen dann Hilfe So muss ich Link fühlen, wenn er mal schon was messt von der Flamme und Dings ist. Autsch. Ich weiß nicht, weil gerade beim Blitz hier viel rumläuft und ausweicht, hätte ich das lieber gerade mal anvisieren können. Mal wieder auf mein. Hier ist Lu. Mein Herz. Tja, also das nervt total. Das ist, wenn du so ein bisschen Abstand zwischen dir bringst, dass du den dann gar nicht mehr siehst. Ja. Wusste ich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Oh, ich wollte die gar nicht nehmen. Ich mach gar nichts mehr. Danke! Der steht dann auch mal so scheiße. Ah, warte mal. Ich bleib mal vor ihm. Also, dass du nicht. Also, ja, das schon aus. Ach, scheiße. Da müssen wir, glaube ich. Also, ja. Ich habe auch das zu spät geschaltet. Ja, ich weiß, dass ich die Ketten nehmen muss. Ich wollte nicht böse gemeint. Er ist transparent. Respekt. Ja, ich glaube, reicht schon. Der
ist echt. Der erste Kick gegen die Wand. Das ist ein gutes Bild. Bei Twilight Princess mag ich es beim Bossfight immer, wie die Musik umschwenkt, wenn du ihn treffen kannst. Hm. Leg euch mal einfach still, das sollte ich ausholen. Das geht doch nicht durch. Jetzt ist Cutscene, jetzt bin ich unverwundbar. Er hat ein Herz im Hirn. Voll durch die Mütze. Meine Mütze. Mein Mütchen. Ach, ich hasse ihn lang. Hihihi, gut gemacht. Tschüss. Super. Jetzt hast du schon 2 Schattenkristalle. Ja, schon gut. Zur Belohnung werde ich dir etwas Spannendes erzählen. Oh, Geschichte mitten. Santo. So heißt derjenige, der die Schatten über diese Welt gebracht hat. Man nennt ihn auch den König des Schattenreiches. Er ist sehr stark. Du bist ein Nichts gegen ihn. Aber ich werde Santo niemals als unseren König anerkennen. Und auch nicht, dass die Welt des Lichts von dieser verwöhnten Prinzessin und ihrer Verbündeten regiert wird. Nicht, dass ich etwas Böses wollte. Ich will nur die Schattenkristalle. Alles andere interessiert mich nicht. Hast du nicht etwas anderes gesagt? Also gut, es fehlt nur noch einer. Den findest du doch auch, oder? Was ich zuerst finde. Ein Herzcontainer! Sollten wir uns um diesen Kranken geruhen können? Nein! Erstmal müssen wir uns um unsere eigene Gesundheit kümmern. Hallo? Elvis, bist du's? Gregor, du lebst! Was? Wo bin ich? Oh, mein Kopf brummt. Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Alles Paletti, wir können abhauen. Vor allem, das waren so dumme Fragen. Willst du gehen? Ja. Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Man kann offene Fragen nicht mit Nein und Ja beantworten. Ja. Ja, das ist eine geschlossene Frage. Die kannst du mit Ja und Nein beantworten. Das geht. Das stimmt. Auserwählter Lenny! Schon ist die Zähne kaputt. Das Land im Norden, jenseits der großen Steinbrücke, wird vom Lichtgeist Randell behütet. Dort wirst du die finden, die du suchst. Wie suche ich denn? Ja. Ach ja.
Aber erstmal essen lassen. Oh, Lilly. Lilly. Einen Augenblick. Ich hab Dreck auf der Brille. Was ist mit Ilja? Wen? Du musst Ilja retten. Bestimmt haben die Bösen sie irgendwohin verschleppt. Ich habe diesen Albtraum doch nur ausgehalten, weil ich immer Ilja und dich vor Augen hatte, Lilly. Und jetzt bin ich wieder in Sicherheit. Ich finde, wenn die Haare so wackeln, sieht es aus, als würde Lilly mir den Ohren schlackern. Ja. Du erinnerst dich doch, was ich dir damals in Ordon gesagt habe, oder? Und wer bist du? Ich möchte einmal so werden wie du, Lenny. Mach dir um mich keine Sorgen mehr. Jetzt musst du Ilja retten. Jetzt will ich nicht mehr so werden wie du. Sei beruhigt, ich werde auf diese Kinder Acht geben. Du aber solltest zu denen gehen, die dich jetzt mehr brauchen als wir. Dein Anblick... Ich wollte gerade sagen, wer ist das Toten und die Textbox, weißt du? Ja, ja. Erinnert mich an den Helden aus alter Zeit, von dem die Legenden Hyrules berichten. Möge der Segen der Göttinnen von Hyrule dich begleiten. Hallo. Das ist cool. Oh, wir haben noch Zeit. Kein Mädchen bleiben uns noch in unserem Leben. Warum laufe ich jetzt zu Fuß rum? Wo ist mein treues Ross? Das ist mein Blume. Blume. Und jetzt? Zum Bombenchef. Bombensache. Hi. 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 Die kann ich nicht aus dem Weg buffen. Die sind auch gewohnt. Oh, jetzt bin ich schon zu weit gerannt. Gerannt vor allen Dingen. Entschuldigung. Ja, wir quälen hier. Oh, auch sonst habe ich mal richtig rum abgeschickt. Wir quälen hier das alles. Aber mit dem Gesicht entfernt, ne? Egal, aber richtige Seite. Richtige Seite. Bombodron. Ist immer schlecht. Doch, der ist doch unten. Ich habe ihn nicht gesehen. Der ist ganz rechts an der Seite. Ach da, Entschuldigung, ich habe ihn nicht gesehen. Oh, hallo. Hallo. Na, wie wär's? Hab alles einigermaßen beisammen. Der Laden läuft also wieder. Obwohl, im Moment habe ich nur eine Sorte. Wenn nur das Lager nichts abbekommen hätte. Bald wird es wieder mehr geben. Seh dich auf jeden Fall an Rom. Aber du hast keine Bombentasche für die Bomben. Ich habe gerade eine für 120 Rubine. Schnauze. Also, ist das der mit explosiven Bomben? Hat wirklich, hab sie wirklich alle selbst gemacht. Noch etwas. Wenn du Bomben in Kombi mit Pfeilen verwendest, kannst du Bombenpfeile weit entfernte Ziele erreichen. Ich schick dir demnächst mal einen. Nein, da kannst du alles genau beschrieben. Da kannst du alle nachlesen, was du willst. Du hältst eine Bombentasche voller Bomben. Lege sie auf B oder drücke A oder B, um die Bombe abzulegen. Die sieht aus wie eine Frau. Bombensache. Drückst du A oder B im Lauf, wirfst du die Bombe. Schnauze. Ich hab rund um die geöffnet. Komm wieder, wann immer du willst. Nice. Ich weiß genau, was ihr mit anstellt. Und so Bomben? Link mit Fallen und Bomben in Kakariko. Wo ist jetzt hin? Wir könnten einmal wieder zurück zur Quelle in der Nähe. Da die Felsen wegbomben. Oder wir reiten einmal hoch und machen. Gehen einmal hoch zum Turm. Wie du möchtest. Das sieht creepy aus. Tja. Also Quelle wollte ich nicht. Hey ja!
Du wolltest nicht zu der Quelle da oben, du wolltest zur Quelle da oben, ne? Nee, da unten. Also, achso, ich zur Lichterquelle, also zur Lichterquelle. Ja, ja, ja. Ich dachte, du meinst kurz die Kleine da oben. Und einmal anhalten. Einmal kommen wir hier schon ab. Dann nehmen wir einmal das Minus. Versuchen, damit irgendwie klarzukommen. Die Bomben. Z. Einmal zurück. Einmal nach. Genau. Keine Genugtuung. Etwas näher ran, bitte. Sag Stopp! Bisschen die Blumen. Das? Du hältst ein Herz leiser, aber 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu halten. Lesen wir jetzt schneller. Warte, stopp mal kurz. Geh etwas zur Seite. Oh. Eigentlich wollte ich diese Felsen an der Wand dann noch kaputt machen. Weiter rechts. Wo ist der Felsen? Wir sind viele Felsen, wir sind in der Feldstadt. So, jetzt laufen wir auch noch ein paar Hühnchen rum. Hallo? Guten Tag. Ein Schwanz? Ich glaube, da. Ich weiß gar nicht, ob wir das ohne Ding schon können. Keine Ahnung. Wir werden es fest. Es kostet nichts! Doch, reicht. Egal, wie viel wir trinken, weil es reicht. Du hättest noch ein Herzteil. Es sind nur 3 weitere, die wir sammeln müssen. Sie haben Platz für unter Wasser. Was ist denn mit dem Himmel nicht in Ordnung? Sieht komisch aus. Ui. Ich dachte irgendwie gerade kurz, dass die waren ja mal im Hintergrund. Ja. Und ich hatte kurz die Orientierung verloren, was hier jetzt mit so ist. War schön, dass du es mal wieder willst. So, einmal zum. Ich glaube, zum Turm müssen wir einmal da oben. Ja, müssen wir. Ich bin ein Held, ich gehe nicht zu Fuß. Ich bin ein Held, ich mach mich nicht schmutzig. Epona, du hast dich aber auch schon mal ganz umgedreht, ich meine. Ja, ja. Ist das, wo es gerade nicht so wieder hochkommt? Muss man. Ah ja, beim Bombentypen. Wo kommt man da hoch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann sich da vom Goron hochschildern lassen. Ah ja, das kann auch. Ja, stimmt. Mindestens ging es bei Quelle. Endlich kann ich mal wieder in die Mine. Da habe ich da ja ein paar Rohstoffe für Burns Bombenherstellung mitgebracht. Er bietet sie wohl schon wieder zum Verkauf an. Du solltest dir die Sprengkraft von Burns Bomben unbedingt auch kennenlernen. Also, wenn du auf das Dach von dem Laden hier willst, steig da richtig hoch. Wie wär's? Ja. Also dann, steig auf meinen Rücken. Meine kleine Leserausfunk gesehen. Nice! Epic Fail, Gorone. Epic Fail. Du hast das noch nie so schön vorgelesen. Danke! Du scheiß Krone! Das wäre jetzt noch ein Ei gewesen. Schön, dass du nichts kannst. Dankeschön! Es geht noch ein. Ja. Bestimmte Hörnchen. Ja, ja. Du weißt auch meine Dingsrechtsschwäche. Lange doch nicht, wenn du irgendwann mal Auto fährst, sagst, oh! Einmal den Geruch anquatschen. Man sagt, dieses Dorf wurde auch vom Monster überfallen. Die Leute haben wohl einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen können. Tut uns wirklich leid. Na gut, ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten und den Frieden in Kakariko ab Feuerwerk zu bewahren. Willst du dich mal da oben umschauen? Tolle Landschaft da, dann steig auf meinem Rücken. Also dann, steig auf meinen Rücken! Wehe, du versaust doch so wie dein Kollege eben gerade. Punktlandung! Wehe, dass du dich so an die Leiter festhältst. Schubs ihn, schubs ihn! Lini! Ich
Sicherheit hier oben wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Lini. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir nur zeigst, wie du schießt. Das kann ich doch aber machen. Ja, super. Da vor dem Brunnen steht Maro. Geh am besten zu ihm und zeigst mir von dort aus, ja? Lini! Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfeil und Bogen umgehen? Natürlich, ich bin Epikling. In Orden habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Schnauzekind. Naja, egal. Richtig. Versuche erstmal das dort zu treffen. Mit Bombenpfeil. Nice. 5 Kilometer entfernt. Aber getroffen. Na schön. Das war viel zu einfach. Wie wär's damit? Das hier zu treffen. Ich seh's nicht. Oh, zu tief. Fast. Oh, schade, nur noch ein bisschen. Verdammt! Auch schon mal besser darin. Perfekt. Yay! Wahnsinn! Getroffen! Du hast getroffen! Schade, dass ich dich nicht getroffen habe. Danke, Lini! Das hat ja auch bestimmt voll da oben was gebracht. Hallo? Wie möglich bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Du hältst ein Herz heiser mit 2 weitere und du hältst ein zusätzliches Herz. So, sehr schön. Dann haben wir Zeit, haben wir auch totgeschlagen. Ja, dann können wir gleich noch irgendwo speichern. So. Ja, ich möchte den Quatsch nicht nochmal machen. Ich fand's lustig. Außerdem, na gut, die Pascal hat ja ein. Was, willst du den zweiten Ding? Ja, ich mache einen Sicherheitsfall. Just in case. Falls wir sagen so, nee. Das Setting hier ist gerade scheiße, das müssen wir nochmal machen. Man weiß ja nie, was am Ende rauskommt. Hackwedelkacke. Nee, Babibu, stimme ich zu dir, Frau. In dem Sinne verabschieden Babibu und wir uns. Was für? Guck ich zu ihm? Nein, ich guck da nicht hin. Guck ich weg? Guck Babibu, was ist denn los, Schätzchen? Ich bin schüchtern. Oh, gib Küsschen. Mein Mund ist genauso groß wie dein ganzer Kopf. Oh, du bist so süß. Danke. So, wow. Ein süßes kleines Pferd. Ich dein Gesicht voll mit drin. Ah, können wir das sein lassen? Ich will mir die Traumwelt von diesem wunderbaren Pferd nicht zerstören. Entschuldigung. Na, Barbie Bruch, den dein Mann zu uns. Was ist denn? Warum schiebst du mich denn weg? Ich will doch nur, dass wir Freunde sind. Nee, wir haben uns doch alle lieb. Und in dem Sinne verabschieden wir 4 uns und hoffen, dass sie beim nächsten Mal, also Beauties, ich, Lini und Babibu. Die Esel kommt zum Letzten. Ja, natürlich. Ja, und bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao.